Über 1500 Stiftungsakteure fanden den Weg vom 6. bis zum 8. Mai nach Hannover, um sich am Deutschen Stiftungstag über ihre Arbeit auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Das größte Stiftungstreffen Europas stand in diesem Jahr unter dem Motto Kultur der Zusammenarbeit, Stiftungen in Partnerschaften, Allianzen und Netzwerken. Es wurde von allen Seiten betont, dass Kooperation und Nachhaltigkeit in Zeiten der Finanzkrise und knapper werdenden Ressourcen ein Gebot der Vernunft seien. Ich meine, dass gerade jetzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise ein großer Nachdenkungsprozess eingesetzt hat, dass das kurzfristige Shareholder-Value-Denken, kurzfristige Gewinnmaximierung wohl gescheitert ist und das auch nicht der Sinn sein kann, sondern dass es hier darum geht, nachhaltig Unternehmen erfolgreich zu führen. Und das bedeutet letzten Endes, dass man auch dann Verantwortung für Mitarbeiter, aber auch für die Gesellschaft, für die Umwelt hat. Und wir sehen es auch aus Befragungen heraus, das wird auch immer stärker eingefordert vom Bürger, vom Konsumenten. Und deswegen werden meines Erachtens die Unternehmen, die sich hier engagieren, langfristig auch engagieren, die werden letzten Endes auch hinterher den Erfolg haben, denn das wird in Zukunft immer wichtiger werden. Ein prominenter Gast des Deutschen Stiftungstages, der sich selbst auch schon lange bei Stiftungen einsetzt, war Alfred Biolek. Der Moderator leitet gleich eine Diskussionsrunde und zeigte sich begeistert. Meine Stiftung hat keine Projekte, sondern die ist ausschließlich zum Geldsammeln da. Und das Geld, das meine Stiftung sammelt, geht in Projekte der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Und das Motiv ist eben zu sagen, uns geht es gut, mir ist es gut gegangen, ich war sehr erfolgreich und ich möchte gerne etwas davon zurückgeben. Und dass ich das in dieser Weise tue, ist sozusagen ja, fast ein Zufall, weil die mich eben angesprochen haben. Wenn eine andere große Stiftung auf mich zugekommen wäre und es hätte mich genauso, das Thema hätte mich genauso interessiert, dann würde ich heute vielleicht für eine andere arbeiten. Sie waren auch in Kenia und haben sich das vor Ort angesehen. Wie war das für Sie? Das ist immer sehr spannend und ich komme immer sehr motiviert zurück, weil man sieht, was man da erreichen kann mit eigentlich relativ wenig Geld. Also schon mit 10.000, mit 20.000 Euro kann man sehr, sehr viel helfen. Ich war in einem Waisenheim, wo AIDS-Waisen sind, mehrmals besichtigt. Und was mich dann immer so motiviert und fasziniert ist, dieses Strahlen dieser jungen Leute, die sich freuen, dass da einer, ein Weißer aus Europa kommt und sich um sie kümmert und etwas für sie tut. Was erwarten Sie sich von solchen Stiftungstagen wie dem heutigen? Ich denke, das ist einfach ein Austausch von Ideen, von Informationen, ein Kennenlernen. Das gehört ja, das machen ja, also Stiftungstage sind ja etwas, was andere Organisationen auch machen. Die nennen das nicht Stiftungstag natürlich. Aber ich glaube, man muss sich vernetzen, man muss sich treffen, man muss gemeinsame Interessen verfolgen. Man muss auch lernen, auch von Fehlern, die andere gemacht haben. Und dafür sind solche Zusammenkünfte natürlich ganz gut und wichtig. Die Teilnehmer konnten sich auch über weitere Themen wie Kunst und Kultur, Ausbildung, Steuern und Recht informieren und über die praktische Anwendung in Stiftungen auseinandersetzen. Wir haben uns gedacht, dass wir dann die Diskussion hinterher komprimiert führen, dass ich dann abgerundet wurde der Deutsche Stiftungstag mit einem tollen Event in der Staatsoper. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff ließ es sich nicht nehmen, an der Preisverleihung des Stiftungspreises 2009 teilzunehmen. Es ist eine Riesensache, dass sich die Stiftungen für Niedersachsen als Tagungsort entschieden haben, weil wir uns als ein Land der Stiftungen fühlen. Bei uns gibt es viele Bürgerstiftungen im kommunalen Bereich, aber auch dann ganz unterschiedliche im kulturellen, im sozialen, im karitativen Bereich. Und die leisten natürlich großartige Arbeit. Sie haben es nicht leicht in diesen Tagen. Es ist schwerer, an Geld anderer Leute zu kommen. Es ist schwerer, Geld zu vermehren, um aus den Erträgen Gutes zu tun. Aber wir überlegen uns ja schon im Steuerrecht, im Fördern des ehrenamtlichen Engagements, wie wir den Stiftungen noch mehr Unterstützung zuteilwerden lassen können. Der Deutsche Stifterpreis wurde in diesem Jahr an das Ehepaar Carlo und Karin Giersch für ihre Tätigkeit in der Rhein-Main-Region vergeben. Sie engagieren sich sowohl für die Wissenschaft an der TU Darmstadt als auch für die Kunst mit eigenem Museum. Bei einem abwechslungsreichen Programm wurde auch ein Teil der mittlerweile berühmten Rap-Oper aufgeführt.
bei der 100 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren aus Hannover, insbesondere aus sozial benachteiligten Stadtteilen, mitwirken. Rap trifft Oper und umgekehrt. Zum Abschluss trafen sich noch einmal alle auf der Terrasse der Oper, um noch einmal die tollen 3 Tage Revue passieren und in einem schönen Rahmen ausklingen zu lassen.